So, und damit würde ich sagen, moin moin und herzlichst willkommen, Jungs und Mädels, sowohl auf YouTube als auch auf Twitch zu einer neuen Ausgabe von Let's Play F1 2022 mit mir zusammen Malte und dem guten Mo. Hallo. Dann würde ich tatsächlich sagen, verbessern wir die MGUK. Da haben wir 23% drauf. Kleines Update über die Strapazierfähigkeit dementsprechend. Werden langsam verschlissen, die Komponenten. Kommt nach Frankreich an. Stellentwicklung lohnt sich da, denke ich, nicht. Auf das eine Rennen wird es jetzt, glaube ich, auch nicht ankommen, weil wir sowieso ein Update haben, was da noch nicht mit reinspielt. Und auch eben den Energiespeicher. Das erste Update würde auch dann nach Frankreich kommen. Und ja, würde dann sagen, können dann rübergehen Richtung Wochenende. Die Motorhaube sollten ankommen, das heißt Chassis-Update und die Flügelspieler, das heißt die Aero. Also Chassis und Aero, das wären jetzt die beiden Updates, die jetzt noch gefragt wären. Wir schauen mal, gucken mal, vielleicht können wir sogar am 18. nochmal ein bisschen nachlegen, dann kriegen wir nochmal Ressourcenpunkte rein. Lass erstmal bis zum 18. dann würde ich sagen vorgehen. Boah, der Ton ist bei mir echt schrecklich. Ja, bist gleich raus. Okay, wir müssen erstmal sowieso hier raus, weil die Motorhaube kaputt ist. Und wir haben nicht genügend Ressourcenpunkte. Na super. Wir kriegen unser Motoren-Update. Aber wir kriegen sowieso nicht vor Frankreich, aber es wird langsam knapp. Wir müssen zum 18. noch vor. Kann sein, dass wir es nicht mal zu Ungarn kriegen. Und zu Ungarn hätte ich halt dieses Chassis-Update schon echt gerne. So, stop it. Und jetzt haben wir genügend Ressourcenpunkte, um die dumme Motorhaube zu machen. Also wir rüber ein Chassis. So, jetzt bessern wir die Motorhaube nach. Ne, scheiße, es kommt erst jetzt ehrlich nach Ungarn. Mist. Dinge, die nicht passieren dürfen. Okay, scheiße, ohne Chassis-Update nach Ungarn, das tut schon richtig weh. Hoffen wir wenigstens, dass jetzt der Flügelspieler noch ankommt und dann sind wir gleich also drüben, wie gesagt, in Frankreich soweit. Ihr kriegt natürlich gleich eure Kanalwetten, keine Sorge, die werden wir natürlich mit euch reinschmeißen. Da auch, Erstmal der große Klassiker natürlich, wer dann weiter im Qualifying vorne, Mo oder ich. Es sei denn, wir sehen, dass die Distanz zwischen uns wieder extrem groß sein sollte, aber ich glaube nicht. So, dann lass rübergehen zum Rennwochenende, wa? Also ich habe meine ganz normalen Sätze zur Verfügung. Na, bei mir sieht es auch so aus. Sehr gut, dann kannst du richtig losgehen. So, 1,32,4, okay. Und nochmal ein Zehntel gewonnen. Das dürfte eine halbe Sekunde werden. Jawohl, sehr gut. Hamilton und Russell getrennt. Ja, dann tue ich es halt nicht. Ich setze jetzt noch mit dem zweiten Satz Reifen an. Danach wird es, glaube ich, wahrscheinlich zeitmäßig auch schwierig. Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Dank einer überragenden Fahrt im gestrigen Qualifying startet Charles Leclerc von der Pole. Und der talentierte Spanier Carlos Sainz macht die erste Reihe komplett. Und schauen wir uns den Rest der Startaufstellung an. 1-2 für Ferrari. Russell, Sergio Perez, ein Aston Martin, Hamilton, Fernando Alonso, Norris und Yuki Tsunoda. Ocon, Bottas, Daniel Ricciardo und Magnussen, der Eismann, Gasly, Guanyu Zhou und Alexander Albon, Mick Schumacher und... So, komm, wetten noch platzieren, Jungs. Denkt dran. Jeden Moment werden die Startlichter ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke für den Beginn dieses Grand Prix. Ja, Full-Wet-Bedingungen, es gießt wie aus Kübeln, wir wissen Bescheid. Mit Reifenwechsel. Echt, wir kommen nicht mit einer Nullstop hin. Anscheinend nicht. Ja, schönen Dank auch. Ja gut, ja, kann er sein. Ne? Verschleiß hier in Frankreich ist hoch. Tut mir jetzt tatsächlich ehrlich gesagt nicht überraschen. Fällt dir noch irgendwas ein, was wir noch sagen müssen, außer Waldmanns Heil, Hals- und Beinbruch und was einem nicht sonst noch einfällt? Ahoi. Ahoi, ja, das trifft wirklich. Auf geht's. Petri Heil, keine Ahnung. Oha, ich lebe noch. Ich bin letzter. Ich hab, ich wollte in einem höheren Gang starten und ich habe zu hoch geschaltet. Du Arschloch! Was lenkt einfach des Todes auf mich ein? Oder okay, Frontflügelschaden. Ja, das war mein Flügel. Leute, ehrlich,
Ich schaff's einmal beim Start nicht zu sterben in Full-Wet-Bedingungen. Und ich werde einfach von Russell gekillt, der hat sich völlig verbremst, kommt viel zu weit raus aus der Kurve. Ja, und ballert einfach mal einen Flügel rein. Der kehrt einfach sofort auf die Ideallinie zurück. Der Assi. Ja, okay, jetzt bin ich natürlich erstmal sofort wie Opfer hier. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Ja, wird durchgereicht, ist erstmal auf Platz 10. Aber Leute, habt ihr das gesehen? Das war ja assi. Als der so weit rausgekommen ist, dachte ich, ja gut, okay, ne, dann muss er jetzt halt gucken, wo er bleibt. Aber da kann er doch nicht so reinhalten. Ehrlich nicht. Ich habe gerade echt noch eine Verwarnung gekriegt, weil ich da über die Streckengrenzung geflogen bin. Was soll ich denn da machen noch? Naja, okay, super, geil. Man muss das gewinnen. Ich habe 1000 Punkte jetzt bei einer schönen Fünferquote. Da wäre ein geiler Gewinn drin. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist jetzt auch Gott gegeben, ne? Ich für meinen Teil muss jetzt mal gucken, wo ich bleibe. Einzige Chance wäre jetzt, dass der Verschleiß so schwach ist, dass ich mir einen Nullstop erlauben kann. Dann hätte ich vielleicht noch eine Chance, hier irgendeine Platzierung gut zu machen. Ansonsten ist das Ding jetzt hier schon verloren. Ja, ich habe Fahrhilfen drin. Das erklärt einiges. Das erklärt einiges. Und habe mich gedreht. Und bin, hab einen Frontflügelschaden. Weil ich, als ich ins Spiel gegangen bin, war ich sofort von der Strecke geflogen. Geil. Immer nur auf Geraden wieder reaktivieren, Mo. Nie in Kurven. Muss man sich immer gedulden, weil die kann ich nur eben machen lassen, bis du dann jetzt von deiner Position auf den nächsten langen Geraden gewesen wärst. Weil du weißt nie, was gerade die KI, wie viel Gas die gerade drin hat und wie die da reagiert. Ja, unsere einzige Chance ist jetzt, dass wir vielleicht auf den Nullstop gehen können. Dann haben wir vielleicht eine Chance, nochmal ranzurudern. Ja, das war jetzt nicht wahrscheinlich erst halt so Richtung Runde 12, 13. Das funktioniert oder nicht. So, Latifi sind 22,7. Perfekt eingebogen. Die Stoppzeit sieht gut aus. Wir sind sehr zufrieden. Latifi ist raus. Der starke Regen wird eine Weile halten. Nächster Chronometer kaputt. Ey, an jedem, an dem ich orientiere, geht mir gerade flöten. Gut, Platz 18 und neue PB, immerhin. So, Schumacher sind jetzt 17 Sekunden. Oh ja, da muss der mit Latifi irgendwas gehabt haben. Was sie von Latifi haben aufhalten lassen, wo der jetzt raus ist. Nein, oh Gott, ich fast auch. Aber nur fast. Ah, gedreht. Ah, da wäre ich jetzt überrundet. Verstappen ist raus. Schade, kein Safety Car. Ich fang langsam an zu überlegen, ob ich das Rennen überhaupt zu Ende fahre. Da muss so am Ende wissen. Oh, kommen wir das hier aus der Box raus. Vielleicht aber Marco so einen Windschatten hängen. Falls das dann möglich ist. Bei ihm hier ist natürlich noch ein besonderes.
Was macht die KI denn hier? Überholt mich und fliegt von der Strecke. Vorsicht, ich bin jetzt hier vor dir. Ach, da bist du ja. KI-Linien sind natürlich noch was Besonderes. Was macht die KI denn hier? Überholt mich und fliegt von der Strecke. Vorsicht, ich bin jetzt hier vor dir. Da bist du ja. Was sagen denn die Reifen? Die Reifen sagen, nee, die packen das nicht. Brauchen Boxenstopp. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Danke, Alpha Tauri. Vielleicht muss ich diese Runde rein. Wetterbericht. Sieht nicht so aus, als ob sich das Wetter bald ändert. Wir rechnen mit mindestens 20 Minuten starkem Regen. Regenreifen sind aktuell die schnellsten Reifen. Wir können dich diese Runde reinholen. Okay, dann jetzt rein. Wechsel auf andere Reifen. Holen wir ein paar Frische ab. Dann ist jetzt die große Preisfrage, wie weit hinter Schumacher bin ich. Da vorne ist er. Den kann ich mir noch holen. Ach, schon wieder gerät. Ah, schon wieder. Boah, vom Stück weg. Wundert mich, dass ich es überlebt habe. Es gab ein Safety Car. Trümmerteilen auf der Strecke. Zum Glück haben die Marsche. So, Safety Car ist gerade da hinten. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, wo wir rankommen. Großartiger Boxenstopp. Die Zeit war besser, als wir dachten. So, jetzt schön nochmal ERS auffüllen, damit der Spaß gleich weitergehen kann. Ich komme nicht ran. Okay, es kommt echt in dieser Runde rein, Alter. Wir müssen ja ERS sparen. Geil, okay, das wird jetzt nicht klappen dann. Die alle vor mir haben 100% ERS. Das ist auch bescheuert, wenn ich aufholen soll, dass ich mich auf einmal an Delta halten muss. Ja, das ist auch so ein Bug in diesem Jahr, dass du manchmal ein kurzzeitiges Delta hast. Ich hab immer einen Respin bei 150. Wow! Fast gedreht. Boah, wieder gedreht. Okay. Nee. Also, sobald hier ein bisschen Luftverwirbelung reinkommt, ganz kritisch. Ganz, ganz, ganz kritisch. Ja, Mann. Ich hab Schumacher. Da gibt's doch gar nichts zu jammern. Klappe. Der Starkregen wird eine Weile dauern. Nicht so aus, als ob er sich bald verzieht. Thank you.
Okay, jetzt geben wir mal ein bisschen Zeit. Was denn das Wort ist? Für das Go-Kart fahren, ich bin wieder hinten dran. Side by side mit Ju. Der Defense Line gegen Ju gehen. Rauszukommen, gelbe Flagge. Gelbe Flagge. Ja, das ist der McLaren, der jetzt endgültig den Geist aufgibt. Das habe ich mir schon gedacht. Maus ist draußen. Sehr gut. Nein! 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 3 Sekunden Strafe. Wagen immerhin noch auf der Strecke gehalten. Ja gut, das war's jetzt. Ich habe gerade kurz überlegt, dass wir selber Stellen machen können wie gegen Jura. Da habe ich tatsächlich das erste Mal in dem Rennen den Wagen endgültig verloren. Ha! OMG! Doppelüberholmanöver! Jo, die Jungs sind weg. Adios, amigos! Platz 14! Ja! Gott, noch nie war so ein Platz 14 so stark gefreut. Ach nee, scheiße, ich bin natürlich nicht 14. Pack die 3-Sekunden-Strafe. Nein, mir fehlen 8 Zehntel. Und wie gewonnen, so Zeron. Oh no, Michael, that's so not right. Scheiße, die 3-Sekunden-Strafe, ich hab's so vergessen. Ich hab die 3-Sekunden-Strafe vergessen. Was machst du da? Ich war in der Box gezielt. Ja, du bist doch noch eine Runde hinten dran, oder nicht? Oh, achso, nee, ist egal. Klar, hast recht. Oh, scheiße. Fuck! Hätte ich diese 3 Sekunden jetzt nicht gehabt, wo ich vorhin schleudern geraten bin. Dann hätte ich jetzt echt Platz 14 noch bekommen. Ich muss nicht das Headset absetzen und aus diesem Sitz raus. Ja, alles gut. Oh, scheiße. Ja, ärgerlich. Ich wäre halt wirklich noch Platz 14 geworden, hätte ich diese Strafe nicht gehabt. Auf eine Runde sogar war ich tatsächlich ein Fahrer am Ende sogar in den Top 10. Krass. Auf eine Runde war ich sogar echt gut. Aber gut, ich hatte, das war eine ziemliche Wunderrunde. Ich glaube, ich hatte so eher im Schnitt 1,18,6, 1,18,7. 1,48,7, so ist richtig. Dann wäre ich so in der Ecke hier gelandet. Oh, 10 bis 12. Ja, wie gesagt. Ja, den 14 hätte ich mir schon verdient gehabt, allein für die Aufholjagd, die ich da gestartet habe. Allein dafür wäre die 14 verdient gewesen, wie ich da Schumacher alles abgenommen hatte, was er hatte. Am Ende jetzt 16 und 17 für uns. Lässt sich zumindest auf dem Papier noch ganz ordentlich. Heißt jetzt in der WM, Leclerc hat wieder sein nächstes Rennen gewonnen, steigert jetzt seinen Vorsprung auf insgesamt 67 Punkte. 73 sind es jetzt für Verstappen, der jetzt ja noch dran gewesen war, noch ein bisschen. Aber der ist mit seinen DNF da jetzt natürlich auch logischerweise raus aus der Rechnung. Ja, und Leclerc hat jetzt tatsächlich 2 volle Rennen Vorsprung. Das ist krass. Hälfte der Saison, er kann 2-mal ausfallen, es passiert einfach gar nichts. Wow. Irgendwer Punkte geholt, jetzt für uns hier relevant ist, fällt mir gerade ein. Ja, Bottas holt wieder tatsächlich 2 Punkte für Alfa Romeo. Das sind wir ein bisschen ärgerlich. Und Ricciardo holt noch einen Punkt für McLaren. Das ist nicht ganz so schön. Unsere Fahrrangliste ändert das natürlich jetzt gar nichts. Aber was das natürlich ändert, dementsprechend der Vorsprung für Alfa Romeo wird wieder ein Stückchen größer. Gut, okay, McLaren ist schon zu weit weg. Vergiss die. Aber das ist mit Alfa Romeo. Das ist natürlich ärgerlich. Die distanzieren uns damit dementsprechend wieder. Schade, Marmelade. Möchtest du noch irgendwas loswerden, bevor wir jetzt hier einen Haken hintersetzen? Gute Nacht. Ja, okay, dann haben wir es einfach. Euch eine gute Nacht, bis zur nächsten Woche. Haut rein und ciao. Tschüss.